Na, Kollege Schnürschuh? Verstehst du, weil du gerade Schuhe schnürst? Armin und ich räumen hier gerade meine Wohnung aus, weil ich ja bald umziehe. Und in den 3 Monaten, wo ich dann zurück nach Hamburg ziehe, wird meine Kölner Wohnung umgebaut. Wie winkst du? Ich dachte, das ist so ein Jazz-Hands. Okay. Endlich ziehst du auch aus Köln, ja. Prank des Jahrtausends. Krass, wie Ingwer unten schwimmt und Zitrone oben, oder? Krass. Bio ist schon heftig. Das ist aber keine Auskunft über deinen Teststatus, oder? Neue Haare! Was für neue Haare? Ich hab meine Extensions draußen! Ich weiß nicht mal, wie Extension geschrieben wird. E-X-E-X-T-E-N-S-I-O-N-S. Extensions. Also, das ist der Zwischenstand. Das haben wir jetzt schon runtergeräumt. Dann komme ich jetzt hier hoch. Was machen die beiden? Zockt ihr gerade ernsthaft Bierpong? Kobi. Kobi. Hier, Kobi. Schlechtesten Bierpong-Spieler. Ich habe selber bestimmt, weil ich am meisten Recht hier habe, dass wir uns einen Hamster holen für Dick und Doof. Wie teuer sind die? Vor 10, 15 Jahren habe ich mir mal einen Hamster für 2,50 € gekauft. Ich bin dabei, aber ihr müsst euch um den kümmern. Ich glaube, in der ersten Folge kommt das richtig gut an, wenn wir so ein kleines Haustier da haben. Aber in der zweiten Folge ist es einfach tot. Was haltet ihr von der Hamstercam in den Podcast-Folgen? Wo kriegen wir denn jetzt einen Hamster her? Wollen wir morgen schon mal einkaufen? Ja, können wir machen. Ey, chillt jetzt wirklich? Ja, wirklich! Luca, wir holen wirklich Peter. Ja, okay, dann lass morgen Hamster kaufen gehen. Wir können auch heute Hamster kaufen gehen. Wofür nimmst du denn jetzt den scheiß Wagen? Luca, wir müssen Futter. Sanna, ein Hamster ist kleiner als dein Handy. Ey, das ist ja alles so wild. Hier sind überall so Gehege, Käfige und hier sind überall Tiere. Hey, kleinen Mäuschen. Hallo, Hamster? Ja, darauf werden die bestimmt hören. Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung. Jetzt die Polizei, können Sie mal aufmachen? Die buddeln sich da so ein. Die buddeln sich? Das sind keine Schildkröten, doch, Ami. Die, wirklich? Ich bin Profi. Hat sich mit 8 Jahren einen Hamster gekauft, denkt jetzt, sie weiß hier Lexikon Sanna, auswendig. Oh mein Gott, da ist eine Schlange drin, Alter. Kleiner Wichser, ist echt. Da ist doch eine hier. Oh mein Gott. Das grüne hier. Das ist einfach weg. Wie kann denn so ein Zwergbatagam 240 Euro kosten und ein Hamster? Drei. Was? Ey, laber keinen Scheiß hinter Vogelspinnen. Ey, Sandra, wir sind hier komplett falsch. Lass abhauen, Digga. Das erinnert mich voll an diese Gefäge. Nee. Wie heißt denn das Ding nochmal? Aquarium. Hallo Mausi. Na, hier ist Sandy. Glaubt ihr, die werden sich mit Schiefer vertragen? Nein. 20 Euro kostet der Hamster. Da wird halt Tierarztbesuch teurer, ne? Der hier hat fast gar nichts zum Spielen und er hat einfach komplettes Spielplatz. Genau. Er hat einfach eine Garage noch für seine Sportwagen. Der Hamster hier hat einfach sogar 2 Etagen. Hier steht unser Heu. Ja, wahrscheinlich. Wir wollen einen Hamster kaufen für unsere WG. Da musst du mal meinen Kollegen an der Kasse fragen. Der ist für die Nager zuständig. Dann gehen wir mal zu dem Typen da vorne. Hi, Entschuldigung. Wir wollen einen Hamster. Er hat so safe gecheckt, dass ich filme. Hast du dir sogar schon einen Hamster-Aschenbecher gekauft? Ja. Kauft ihr wirklich einen Hamster? Ja. Sandra wird den safe aufessen. Zu Beginn habe ich Sandra einfach ausgelacht, weil sie einen Einkaufswagen holen wollte für einen Hamster. Jetzt haben wir gerade 2 weitere Karren geholt. Wir sind bei 300 Euro. Wir dachten halt, wir gehen hier rein, kaufen einen Hamster. Jetzt haben wir hier so viel Krams irgendwie am Start. Ey, wir wollen keinen Zoo aufmachen. Ja. Sandra hat sich jetzt einen Hamster gekauft. Da könnte man ja wohl meinen, die hat auch einen Vogel. Digga, das wird alles nicht in meine Karre passen. Ich sehe schon mit Ralf auf dem Scooter zurückfahren. Nicht so laut, Ralf. Wir machen jetzt hier schon mal so ein kleines Unboxing, ob es dem Ralf überhaupt gut geht, bevor wir jetzt losfahren. Ralfi. Hi, Mausi. Wir haben jetzt hier einfach auch noch einen Kleintierpass. Was macht der? Zum Zeitpunkt der Übergabe des Tieres sind folgende Bereiche augenscheinlich gesund. Augen, Ohren, Maulbereich, After. Ralf, sowas mache ich nicht. Hami fährt jetzt mit dem Uber, weil in mein Auto entweder der Käfig reinpasst oder Hami. Sie haben sich gegen mich und gegen den Käfig entschieden. Und gegen Ralf. Nur Sandra und ich fahren jetzt mit Auto. Jetzt musst du ein Autogeräusch mit dem Auto anmachen. Ja, soll ich es leise anmachen oder was? Hatte ich Schiebauto einfach nach Hause. Oh, wir hoffen, dass Ralf überlebt hat bis jetzt. Klar, wir machen da jetzt schon so Jokes drüber, aber dem Hamster wird es richtig gut gehen. Ich schwöre, wir haben das Beste gekauft für ihn. Ja, wir haben wirklich. Jetzt rund um die Uhrzeit und wir sehen uns jetzt bei Sandy wieder und euch bauen dann mal so auf. Richtig, Ralf dann auch zu zeigen. Ja, bis gleich.
Wo ist ihr der Ausknopper? Wir gehen jetzt zu mir. Krankenwagen kommt nur, weil Ralf schon Herzinfarkt hat. Hauptsache, die ist jetzt auch noch vor uns da, Alter. Du hast jetzt ein neues Zuhause. Ihr seht jetzt eine ganz kurze Timelapse, wie wir Ralfs Wohnung aufbauen. Uns ist gerade aufgefallen, dass der Käfig einfach schon zusammengebaut gekommen ist. Von daher doch keine Timelapse. Ralf ist mittlerweile Der Akku von meiner Kamera ist leider leer gegangen. Bester Vlogger. Deswegen filme ich jetzt hier einfach mit dem Handy weiter und wir haben das Gehege, Käfig, Aquarium, wie auch immer man die Scheiße nennt, für Ralf jetzt auf jeden Fall fertiggestellt. Der Kleine verbuddelt sich hier schon die ganze Zeit, entdeckt alles so ein bisschen, ist glaube ich ziemlich happy darüber. Wir haben ja schon Essen, Trinken und Sand zum Baden, weil Hamster baden in Sand. Machst du es auch immer so? Ja. Ralf denkt doch, er sei Spider-Man, ne? Junge, wo? Ralf. Ich glaube, Ralf geht durch die Decke, weil Ralf hat schon 250 Follower. Hamster.Ralf, Hashtag Lucrew. Unser Ralf wird berühmt. Hast du einen Ohrwurm oder was? Mhm. Aber da ist doch überhaupt nichts. Ah ja. Super Perspektive. Wir haben hier gerade für alle meine Nachbarn jeweils eine Flasche Rotwein und Oropax in so eine Tüte gepackt. Plus noch einen Zettel mit den ganzen Bauarbeiten-Infos. Und das ist einfach nur typisch Alman. Weil wir und ich sind gerade dabei, hier die ganzen Smileys abzunehmen. Es ist schon sehr traurig irgendwie. Das ist die neue Kamera. Mhm. Die hat einfach Haare. Wir sind fertig. Warte, noch nicht. Warte. Achso. Ihr seid gleich fertig. Oh Gott. Lass dir Zeit, Harvey. Das habe ich mir irgendwie spektakulär vorgestellt. Ey, kannst du den rausziehen? No sexual, Harvey. Harvey und Sandra kochen einfach gerade Fischstäbchen mit Kartoffelpüree vor uns und Harvey hat mir gerade geschrieben wie so eine Mutter. Essen ist in 15 Minuten fertig. Freust du dich schon jetzt zum ersten Mal Ralf zu sehen? Luca. Wir klingeln jetzt kurz bei Stella und verarschen sie. Hallo? Okay. Hallo, wer wohnt da? Hallo? Hallo? Der Himmel ist blau. Genauso wie Sandra gleich während der Podcastaufnahme. Bin gerade da in die Scheiße getreten und hier. Mit komplett neuen Schuhen. Danke, dass ihr für uns Mittagessen gekocht habt. Abendessen. Hier hat er jetzt ein überdimensionales Labyrinth, eine Brücke, ein Hamsterrad, das 40 mal so groß ist wie Ralf. Essen, Badewanne, Trinken und eine Kokosnuss. Und an alle, die uns übrigens gehatet haben und gesagt haben, ja, der braucht Platz und so zum Buddeln, der hat hier genug. Das ist auch ein Zwerghamster, ey, nur mal so. Wie heißt nochmal die Kraft, die einen zum Schwimmen bringt? Die Schwerkraft. Keine Ahnung! Podcast-Folge vorbei. Sandy, wie würdest du die heutige Folge beschreiben? Rallig. Tschüss, Ralf. Luca, die Podcast-Liste muss wieder ans Regal. Mehr Equipment haben wir nicht. Ich würde den Vlog an der Stelle jetzt, glaube ich, auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Tschüss. Das ist peinlich, kann ich ausmachen? Das ist das Outro.